Er ist seit 2021 parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wohn-, Stadtentwicklung und Bauwesen, aber schon seit sehr vielen Jahren mit der Thematik Bauen, Wohnen im Parlament beschäftigt und hoffentlich jetzt auch mit BIM. Ich begrüße Herrn Barthol und freue mich sehr, dass er gekommen ist. Und ich gebe Ihnen die Bühne frei. Herzlichen Dank, dass Sie Ihre Gedanken mit uns teilen. Ja, vielen Dank nochmal Frau Ministerin Scharrenbach, und er ist noch nicht da, aber auch mein Kollege Herr Kellner kommt ja. Meine Damen und Herren, Herr Golinski, Herr Kauer, vielen Dank nochmal für die Einladung zur heutigen Veranstaltung. Ich darf Sie vielleicht am Anfang auch ganz herzlich von der Ministerin Frau Geiwitz grüßen. Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Klimaschutz sind heute mehr denn je richtungsweisende Themen. Und daher freue ich mich auch, dass diese Veranstaltung hier die Themen aufnimmt und am Ende auch zusammenführt. Wir stehen ja vor einer Vielzahl von ambitionierten Herausforderungen im Gebäudebereich, der Schaffung von ausreichendem, ästhetisch und qualitativ hochwertigen sowie bezahlbaren Wohnraum, Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel, Fachkräftesicherung in der Wertschöpfungskette Bau. Die Digitalisierung ist hier einer der wichtigsten Schlüssel, der uns bei der Bewältigung der vor uns liegenden Aufgaben zur Verfügung steht. In der Baubranche ist, was die Digitalisierung betrifft, aber lassen Sie es mich so sagen, noch deutlich Luft nach oben. Und deshalb war es so wichtig und auch so richtig, dass es seit dieser Legislaturperiode wieder ein eigenständiges Bauministerium gibt, welches dieses Potenzial mitheben kann. Die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit haben im Bundesbauministerium einen hohen Stellenwert. Das werden Sie, wenn es dann veröffentlicht, in unserem Organigramm sehen. Und das können Sie aber auch bereits in der Digitalstrategie der Bundesregierung sehen. BIM und Smart Cities sind hier zwei wichtige Bausteine, die im Zuständigkeitsbereich unseres neuen Bauministeriums liegen. Ich sage aber auch, Digitalisierung ist ein kontinuierlicher Prozess. Relevante Themen werden sich weiterentwickeln und neue Themen kommen hinzu. In unserer Arbeit werden wir das auch berücksichtigen. Wir betrachten bei BIM unsere eigenen Baumaßnahmen, aber vor allem auch die gesamte Wertschöpfungskette am Bau. Eine Grundvoraussetzung für uns ist die Teilhabe der vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen und Büros, die die Wertschöpfungskette Bau in Deutschland prägen und auch tragen. Wir haben Open BIM und einheitliche Standards explizit auch im Koalitionsvertrag und für unsere eigenen Baumaßnahmen festgeschrieben, um allen Beteiligten eine Teilhabe an der Digitalisierung zu ermöglichen. Deutschland hat beim Thema Digitalisierung im Bauwesen in den letzten Jahren deutliche Schritte nach vorn gemacht, auch wenn wir natürlich noch nicht da sind, wo wir hinwollen. Der Bund hat mit den BIM-Masterplänen im Bundeshoch- und Fernstraßenbau wichtige Meilensteine festgelegt. Auch bei privaten Bauprojekten steigt das Interesse an BIM kontinuierlich an. Die Digitalisierung, das ist ein Querschnittsthema und ein kontinuierlicher Prozess, an dem alle aus der Wertschöpfungskette beteiligt sind. Sie ist keine von oben verordnete Aufgabe. Die Verantwortung für die Umsetzung der Digitalisierung liegt in erster Linie bei den Marktteilnehmern. Strukturbedingt fällt es den Beteiligten aber schwer, die Grundlagen und Voraussetzungen, wie zum Beispiel für einen medienbruchfreien Datenaustausch über den Lebenszyklus von Bauwerken hinweg, von sich heraus zu schaffen. Hier werden wir uns unterstützend, koordinierend, integrierend als Katalysator beteiligen. Die Marktteilnehmer müssen aber natürlich das Know-how einbringen. Hierfür werden wir BIM Deutschland gemeinsam auch mit dem Bundesverkehrsministerium fortführen und unsere Aktivitäten stärken. Einer der primären Aufgaben von BIM Deutschland ist weiterhin die Unterstützung bei der Entwicklung, Anwendung und Pflege eines offenen, herstellerneutralen Standards für den Datenaustausch. Hierfür entwickeln wir auch das BIM-Portal. Und Ministerin Geiwitz und Minister Wissing werden ja auch im Oktober das BIM-Portal der Öffentlichkeit vorstellen und erste Funktionen freischalten. Sehr geehrte Damen und Herren, was aber hat das am Ende mit Nachhaltigkeit zu tun? Die Bewertung von Umweltwirkung und der Nachhaltigkeit bei Neubau, aber auch bei Sanierungsprojekten mit Hilfe digitaler Tools ist ein wichtiger Schritt hin zu einem besseren Klimaschutz. Klar ist, wenn wir langfristig eine Kreislaufwirtschaft erreichen wollen, müssen wir zwingend zu jeder Zeit wissen, was, wo, wie verbaut ist. Und das geht nur, wenn uns die Digitalisierung der Baubranche endlich gelingt. Hierfür haben wir als das für die Nachhaltigkeit im Bauwesen zuständige Ministerium bereits hilfreiche Instrumente entwickelt. Genannt sei hier nur noch mal ÖkoBaudat, ELCA und natürlich EBNB. Im Koalitionsvertrag haben wir außerdem die Einführung eines digitalen Gebäuderessourcenpasses vereinbart.
Hier sage ich Ihnen aber auch zu, wir werden natürlich zunächst abwarten, wie die europäischen Vorgaben zum Energieausweis im Ergebnis aussehen werden. Anschließend kann über entsprechende nationale Vorgaben entschieden werden. Ziel und Sinnhaftigkeit ist allen Beteiligten aber klar. Und es ist gut, wenn wir in dieser Legislaturperiode endlich die entscheidenden Weichen dafür stellen. Sehr geehrte Damen und Herren, in vielen Prozessen werden schon heute digitale Methoden genutzt. Jedoch laufen sie häufig isoliert voneinander ab. Ein direkter Datenaustausch findet nicht statt. Unser Ziel muss sein, die Voraussetzung zu schaffen, dass über den Lebenszyklus die Daten von Bauwerken den Prozessen medienbruchfrei zur Verfügung stehen und am Ende Synergieeffekte erreicht werden. Ich bin überzeugt, wenn wir das dann noch klug mit Smart City und den Smart Regions verbinden, schaffen wir am Ende einen echten Mehrwert für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Lassen Sie uns gemeinsam und kooperativ die vor uns liegenden Aufgaben lösen für eine erfolgreiche Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette Bau. Ich danke allen hier, auch die sich daran beteiligten, auf dem Weg zur digitalen und nachhaltigen Bau- und Immobilienbranche. Und deswegen wünsche ich Ihnen eine interessante Veranstaltung, inspirierende Vorträge, gute Gespräche auch oben in der Kaffeeecke und natürlich eine zielführende Diskussion. Vielen Dank.